Julius Randle spielt seit 2019 bei den New York Knicks und diese letzten 3,5 Jahre für ihn im Big Apple lassen sich, denke ich, mit einem Wort ganz treffend beschreiben, und zwar abwechslungsreich. Er spielte gut in seiner ersten Saison dort, der Corona-Saison, ordentlich, solide, legte ordentliche Stats bei einem nicht ganz so guten Team auf. Er spielte großartig in seinem zweiten Jahr, gewann den Most Improved Player Award 2021, wurde erstmals zum All-Star und ins All-NBA-Team gewählt und er führte den Knicks zum Heimvorteil in den Playoffs. Randle war ein komplett anderer und neuer Spieler, war überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen und die Knicks machten endlich wieder Spaß, auch wenn man in der ersten Runde gegen Atlanta nicht wirklich eine Chance hatte. Auf einmal traf Randle seinen Dreier auf einem elitären Niveau, auf einmal wurde er zu einer echten Pull-Up-Jump-Shooting-Waffe, auf einmal wurde er mehr und mehr als Point Forward eingesetzt und war auch als Playmaker und Passspieler für seine Kollegen ein komplett anderer Dude. Wieder eine Saison später sahen wir dann einen komplett anderen Julius Randle und nicht ganz unabhängig davon auch ein komplett anderes Knicks-Team. Wir sahen, wie der Forward mit Gegenspielern und Knicks-Fans aneinander geriet und das bei weitem nicht nur einmal. Wir sahen, wie er immer wieder seine Emotionen nicht unter Kontrolle hatte, wie er dem Team mit seiner Spielweise aktiv schadete, überhaupt kein Teamplayer mehr war, ohne Ende wilde Würfe nahm, oft keinen Einsatz zeigte und überhaupt kein Interesse am defensiven Ende des Parketts hatte. Alle Zahlen gingen in den Keller, weniger Punkte pro Spiel, weniger Rebounds und Assists, weniger Freiwürfe, die Dreierquote fiel von 41 auf 31%, sein O-Rating von 111 auf 102. Die Knicks waren besser, wenn Randle nicht auf dem Parkett stand und das ein paar Monate nachdem er der Held der ersten Playoff-Teilnahme seit Jahren war. Die Vorzeichen für diese aktuelle Saison standen also nicht unbedingt optimal, zumal immer wieder auch Randles Zukunft bei den Knicks in Frage gestellt wurde. Nicht weniger hätte es wahrscheinlich gewundert, wenn Randles Zeit in New York nicht mehr allzu lange weitergegangen wäre. Die wenigsten hätten sich vermutlich ausmalen können, was in den nächsten paar Monaten bei Randle und den Knicks passierte, dass es so gut und positiv verlaufen würde. Julius Randle spielt nämlich in der Saison den besten Basketball seines Lebens, deutlich besser als in der letzten Spielzeit natürlich, aber auch deutlich besser als in seiner MIP-Saison. 24,7 Punkte pro Abend sind Karrierehöchstwert, in weniger Minuten als vor 2 Jahren, dazu kommen 4 Assists und 11 Rebounds, letzterer Wert war übrigens auch noch nie höher. Ein 118er Offensivrating ist wahnsinnig gut, vor 2 Jahren stand er wie gesagt bei 111, auch das ist nochmal ein Unterschied von Welten. Und auch seine Shooting- und Effizienzstatistiken sind beeindruckend. Julius Randle ist ein anderer Spieler mit einem anderen Mindset, einer anderen Körpersprache, in einer anderen Rolle und all das schauen wir uns in den nächsten Minuten mal ein klein bisschen genauer an. Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr Basketball-verrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. So Freunde, dann wollen wir mal und die erste Sache, über die ich heute mal reden möchte, ist seine Spielweise in Zusammenhang mit Aggressivität und Shot Selection. Wenn wir an Julius Randle denken, dann denken wir zwar an einen bulligen, kräftigen Tank, der allerdings nicht unbedingt so spielt, wie man es vielleicht denken könnte. Stattdessen denkt man an viele lange, schwierige, ineffiziente Midrange-Jumper, eine körperlose Spielweise, wenig Aggressivität. Sieht man den 28-Jährigen in dieser Saison allerdings spielen, dann zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab. 2021 kamen 23% seiner Würfe aus der langen Mitteldistanz, ein Jahr später waren es dann 20%, dieses Jahr sind es nur noch 10%. Insgesamt kamen vor 2 Jahren 50% seiner Shots aus der Midrange, 40% letztes Jahr, 30% dieses Jahr, das ist schon eine ziemlich wilde Entwicklung. Randle nimmt mehr Dreier, aber er nimmt vor allem mehr Würfe direkt am Rim. 23% all seiner Versuche vor 2 Jahren kamen von innerhalb 4 Feet weg vom Korb, dieses Jahr sind es 31. Und nicht nur das, er trifft diese auch deutlich besser als noch in der Vergangenheit. Konstant 60% Trefferquote am Rim in den 3 Jahren vor dieser Saison, aktuell steht er bei 67%, das ist schon ein nicht zu vernachlässigender Unterschied. Eine Sache, die mir beim Tape-Schauen sofort ins Auge gesprungen ist, ist, dass Randle die Saison nicht wenige Male ziemlich krasse Dunks ausgepackt hat, das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm. Hier holt er sich den Switch gegen Al Horford, einen der besten ISO-Defense-Bigs im Game, er friert ihn für eine zehnte Sekunde ein, packt den Crossover aus, zieht vorbei und dunkt krachend. Er liest in dieser Szene die Haltung von Scottie Barnes, attackiert diesen viel zu hochstehenden vorderen linken Fuß, zieht über rechts an ihm vorbei und das sind dann einfache Punkte. 3 Sachen sind in meinen Augen wichtig dafür. Erstens das Mindset, du musst es wollen, nicht nur zum Korb zu gehen, sondern dann auch so zu danken. Zweitens Ballhandling Skills, Moves im Arsenal, die Athletik, Randle hat das. Und drittens Spacing, Platz für Drives und das machen die Knicks deutlich besser als in den letzten Jahren, dazu aber später mehr.
Ähnlich ist mit dem Bullyball. Dir bringen all die körperlichen Voraussetzungen alleine recht wenig. Du musst es wollen und Randall wollte es letztes Jahr nicht, dieses Jahr schon. Hier sieht er all diesen freien Raum und geht im 1 gegen 1 zur Arbeit, ohne auch nur darüber nachzudenken, in den Stepback Fadeaway aus der Midrange zu gehen. Es ist daher auch kein Zufall, dass er auf 100 Possessions, die mit großem Abstand meisten Freiwürfe während seiner Zeit bei den Knicks nimmt, über 10 davon, 8,2 war der bisherige Höchstwert im New York-Trikot vorher. Und dazu kommen all diese genialen Skills, die nicht viele Spieler seiner Größe und mit diesem Körperbau haben, hier packt er beispielsweise den tollen Spin-Move aus. Oder in dieser Szene den Eurostep, mit dem er gleichzeitig verzögert, wunderbare Fußarbeit und Körperkontrolle. Er fällt Gegenspieler aus und hat tolle fundamentale Fähigkeiten, super clean hier und für Paul fast unmöglich zu verteidigen. Und eben auch die Ballhandling und Dribble-Skills, schaut wie schnell und weit unten er den Ball hier führt, keine Chance für den Defender. Randall nimmt immer noch Midrange-Jumper, aber immer häufiger eher als letzter Ausweg mit wenig Zeit Rest im Angriff, nicht als erste Option. Und wenn wir gerade beim Stichwort erste Option sind, es hilft dem 28-Jährigen in meinen Augen extrem, dass er nicht mehr die alleinige erste Option der Offensive ist, sondern sich das mit Neu-Point-Guard Jalen Brunson teilt. Die beiden harmonieren fantastisch zusammen und dass Randall ein Teil der Offensive ist und nicht die ganze Offensive, ändert eine Menge für ihn. Einfach nicht immer mit dem Ball in der Hand von Null etwas selber entstehen zu lassen, macht Randall das Leben deutlich einfacher und erklärt die höhere Effizienz und bessere Shooting-Splits. Hier, der Ball ist in Brunsons Händen, Randall steht auf dem Flügel, fängt den Ball und kann den einfachen Catch-and-Shoot-Dreier gehen. Oder in dieser Szene, Double Drag in der Early Offense, einer rollt ab, einer poppt raus, Randall fängt den Ball und der Wurf sitzt. In diesem Angriff laufen sie das Spain Pick-and-Roll, Randall wird vergessen und hat wieder extrem viel Platz, um zur Arbeit zu gehen. Ich will es natürlich überhaupt nicht so tun, als ob Randall jetzt nicht ständig wie ein klassischer Screen-and-Roll-Big-Man eingesetzt wird, aber wir sehen das deutlich häufiger als in den letzten Jahren und die Resultate sind vielversprechend. Und selbst wenn das natürlich nicht zu seinem primären Playtype wird, es macht ihn und die Knicks Offensive abwechslungsreicher und unberechenbarer, einfach schwerer zu verteidigen. Brunson zieht eine Menge Aufmerksamkeit auf sich, davon profitiert Randall, auf dem in den letzten Jahren die komplette Aufmerksamkeit der Defense lag und das überfordert ihn häufig. Die beiden laufen Fake Handoffs, ein beliebter Weg, um Randall downhill und in Richtung Korb zu schicken. Oder die beiden laufen gerne Inverted Pick and Rolls, also umgedrehte, wo Brunson den Screen stellt, auch das kriegt immer wieder große Probleme für die Defense. Und selbst wenn es nur Switches gegen günstigere Matchups sind, das alles hat Hand und Fuß, was die Knicks in dieser Saison mit Randall als Teil der Offensive anstellen. Ich habe mir das Stadtderby gegen die Brooklyn Nets neulich mal ein bisschen genauer angeschaut, mit Blick auf Spacing und wie versucht wird, Randall das Leben einfacher zu machen. Hier, er wird im Post gedoppelt, schaut aber wie die Knicks sofort wissen, was zu tun ist, zwei Spiele rotieren zum Korb, man bewegt sich in der Weak Side, es wird sogar ein halber Pinscreen gestellt, damit der angespielte Shooter freier sein kann. Oder in diesem Angriff wieder das Double Team, wieder läuft ein Kollege frei und kann angespielt werden. Das Spacing ist super, die Spieler wissen, was zu tun ist, wenn die Defense auf verschiedene Arten verteidigt. Also, Julius Randle spielt den besten Basketball seiner Karriere in diesem Jahr in New York. Er hat ein anderes Mindset, eine andere Rolle und ist ein anderer Spieler als je zuvor. Und so sehr man ihn in der letzten Saison kritisieren konnte, und glaubt mir, das hatte ich mehr als genug getan, aber in diesem Jahr muss man ihn dann eben auch loben können. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr von Julius Randle und seinen bisherigen Leistungen haltet. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.